Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Hivaldo, herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, genau an dieser Stelle. Wir haben gerade die Mission beendet. Wir haben die Geldmine oder besser gesagt die Schatzhöhle von den Zephyrs geplündert für die Hodunks. Und ja, es ist mal wieder passiert, meine Aufnahme ist weg. Es tut mir sehr leid. Ich kann auch nichts machen. Wir starten an derselben Stelle mit denselben Missionen. Wir machen also genauso weiter. Wir sind allerdings nicht mehr Salvador, sondern wir sind ein Assassine. Ich hatte mal Bock auf jemand anderen. Ich habe mal einen anderen Charakter genommen. Ja, ich muss sagen, läuft ganz gut. Sieht ganz cool aus. Hat andere Sprüche drauf. Und wir würden dann genau so lang spielen, bis mein Hauptcharakter wieder sozusagen denselben Level hat an Missionen. Das heißt, wenn wir bei der Mission des Hauptcharakters sind, würde ich dann wieder umswitchen. Bis dahin zocken wir ein bisschen mit dem Assassinen. Aber so geht uns wieder mal nichts verloren von den Stories. Und ich finde das okay. Ja, wir haben natürlich wieder ganz andere Waffen. Die Pistolen, Shotgun. Wobei, die Shotgun ist, glaube ich, dieselbe, die wir beim letzten Mal auch bekommen haben. Von dem Herrn Hodunk gerade eben. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Wir machen uns auf den Weg. So. Wir sehen übrigens aus wie eine Vogelscheuche. Wir sind Level 17. Super low. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir machen uns auf den Weg. Was? Zurück? Wohin zurück? Wir machen uns auf den Weg zu dem Kontaktmann der Zephyrs. Der müsste hier irgendwo sein. Heli? Ja, Heli. Oh, nicht, Freund. Ah. Die kriegen wir aber noch ganz gut weg. Tschüss. So, Steuerung passt. Hier müssen wir lang. Au. Und da steht er schon. Hallo. 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 Mick Zephyrd will the dust mit Hodunk-Blut tränken. Wir werden ihm dabei helfen. Annehmen. Die haben meinen Jungen getötet. Die Hodunks haben einen Hinterwäldler geschickt, damit er meinem Peter zu unserem Geldversteck folgt. Und dann haben sie ihn abgeschlachtet wie ein Tier. Er hat nie einem was getan. Darauf gibt's nur eine Antwort. Du musst ihre Wohnwagen niederbrennen. Am Klar. besten nach Sonnenuntergang. Ich will ihr Zuhause am mitternächtlichen Himmel brennen sehen. Los, geh! Alles klar. Machen wir. Wann wird's denn dunkel? Wir fahren mal hin. Begib dich zur Wohnwagensiedlung der Hodunks. Vielleicht wird's ja bis dahin dunkel. ups. Falscher Knopf. Entschuldigung. So, also mit dem Assassinen ist es echt cool. Er hat ganz andere Möglichkeiten als Salvador. Salvador hat ja brachiale Gewalt. Was auch sehr cool ist. Aber ich zeig gleich mal, was der Assassine so drauf hat. Der Zero, wie er genannt wird. Den schnappen wir uns noch hier. Oder auch nicht. Tschö. Oder? Doch, den schnappen wir uns. Mehr. Okay, wir haben einige Missionen nicht gemacht. Zum Beispiel das mit den Ornamenten. Das kann ich hier nochmal gerade zeigen. Ne, kann ich gerade nicht zeigen. Doch, kann ich zeigen. Hier. Also das sind alles die Sachen, die wir momentan sowieso machen wollten, ab bis hier. Und dann haben wir hier die Ignorierten. Das heißt, die ganzen Dinger, die haben wir schon alle gemacht. Bis auf ein paar kleine vereinzelte Missionen. Aber die mache ich ja jetzt natürlich nicht nochmal, weil das wäre blöd. Öffne die Benzintanks und schieß mit einer Feuerwaffe drauf. Das erscheint vielleicht
brutal, aber die Hodangs haben angefangen. Ja, das stimmt. Öffne die Gastanks. Dafür muss ich wohl absteigen. Aber ich stelle mal meinen Wagen hier hin, falls ich abhauen möchte. Als Fluchtwagen natürlich. Einen Moment. Ich plündere noch ein bisschen. Was haben wir denn hier? Ja, das gefällt mir schon mal gut. Gute Granate. Also ich habe nicht die optimalen Waffen, glaube ich. Nicht die optimalen Sachen. Ich hoffe, wir finden noch einiges Gutes. Aber looten war ja noch nie unser Problem. Öffnen. Verschieß den Tank jetzt mit einer Feuerwaffe. Normale Kugeln würden abprallen. Hab ich denn eine Feuerwaffe? Oh oh. Hab ich denn überhaupt eine Feuerwaffe? Mach mir keinen Stress jetzt. Ist jetzt? Ich hab gar keine Feuerwaffe. Doch. Flints Tinderbox? Wo hab ich die denn jetzt her? Okay. Ich glaube, die haben wir extra bekommen jetzt für die Mission. Das ist, weiß ich nicht. Wer den Krieg zieht, will gewinnen. Das heißt, man muss bereit sein, Dinge zu tun, die der Gegner nicht tun würde. Ja, das stimmt. Auch wenn man dafür Leute im Schlaf verbrennen muss. Oh Gott. So. Dann geht's hier weiter. Wir verbrennen Leute im Schlaf. Es ist nicht so schön. Ey, hallo? Was hält mich denn hier auf? Da ist der nächste Container. Nee, doch. Gas, Was zum Teufel ist denn los da draußen? Ja, wir verbrennen eure Häuser. Das ist los. ups. Sorry. Ich hoffe, mich beeilen. Was ist das? Hey, kleine Linda Lou. Nimm das mal mit. Ich höre, fragst du dich, wieso wir die Sephards töten müssen? Das hat zwei Gründe. Der erste, vor Generationen hat ein Bastard namens Connor Sephard sich an Grandma Hodang vergaut und sie danach beinahe umgebracht, um die Sache zu vertuschen. Hat seine stinkenden Zähne in ihr Fleisch geschlagen, wieder und wieder. Und so eine Sinn. Alter. Gute Arbeit, Kammerjäger. Zurück zu Steve. Ja. Oh. Papa Sephard hat dich die Idioten also abfackeln lassen, was? Echt hart. Das ist, das läuft gerade nicht so gut. Ihre Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Zurückschlagen. Glück sie hart zurückschlagen. Ich muss in den Wagen. Ich wusste doch, ich muss abhauen. Ich baller direkt mal drauf los. Auf alles, was sich bewegt. Das ist ein bisschen unfair, aber I don't care. So. Wir haben alles abgefackelt. Es tut mir leid, Freunde. Aber that's the game. Trailer Trashen Abschluss. Ja. Wir gehen wieder zu unserem Auftraggeber. Wir haben die Waffe, haben wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ah, wir können es nicht sehen. Weil wir im Auto sind, können wir uns unser Inventar nicht anschauen. Ups. Sorry. Och. Ja, wobei, die Copter, die kriegen wir mit dem Auto eigentlich ganz gut weg. Ja. Und das sieht auch immer sehr, sehr cool aus. Ich mag das. Wenn die da so rumfliegen. So, gib uns unsere verdiente Belohnung. Hello. Zerstöre die Wohnwagen der Hodangs. Die Behausungen des Hodang-Clans brennen. Man fragt sich unwillkürlich, wie sie wohl zurückschlagen werden. Ja, das stimmt. Ach, der heißt Steve, der Typ. Sehe ich gerade Abschluss. Belohnung passieren. Vor ein paar Jahren hat ein Ex-Hodang meinen Sohn Lucky getötet. Wir halten bald unsere jährliche Trauerfeier für ihn ab. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dabei wärst. Na klar. Wir nehmen die Panzerfaust. Ich glaube, die ist besser als unsere jetzige. Wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist die Panzerfaust, die ich gerade genommen habe? Die Sephards sind so weit gegangen. Wir brauchen einen Killer. Und zwar. Moment mal. Wo ist die? Ach, da oben. Ach so.
weil ich meine Pistole da weggelegt habe. So. Jetzt aber. Ja, die ist besser. Absolut. Wird auf jeden Fall favorisiert. Die MP, die behalten wir noch, weil die ist besser als unsere jetzige. Und die hier, die können wir auf den Müll schmeißen, auf den Müll kippen. Was? Was war das jetzt gerade? Müllkreaturen müssen wir noch abgehen in Sanctuary und wohlbehalten auch. Dann haben wir jetzt hier... Wir machen jetzt natürlich diese Missionsreihe zu Ende. Mit den Hodunks und den Zephyrs. Und dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Ich habe das bei dem Hauptcharakter, habe ich das schon geschafft. Deswegen, es ist cool. Deswegen mache ich das auch nochmal gern. Gern nochmal, so. Wir holen uns unsere nächste Aufgabe von den Hodunks. Die Kurve kriege ich nicht hin. Ich weiß auch nicht warum. So. Ups. Was geht in die Idee? Hast du je eine Trauerfeier aufgemischt? Nein, ehrlich gesagt nicht. Annehmen. Die Zephyrs haben unsere Häuser niedergebrannt. Du wirst die alljährliche Trauerfeier natürlich für ihren toten Sohn Lucky aufmischen. Die Zephyrs lassen dich aber nicht rein, wenn du nüchtern bist. In Sanctuary ist eine Bar. Sie gehört einer Verräterin, über die wir Hodunks nicht reden. Geh dorthin und lass dich volllaufen. Alles klar. Wir reden wahrscheinlich über Moxie. Ist das richtig? Ah, na? So. Ja, dann fahre ich doch noch hin. Oder lass mich dorthin teleportieren. So rum. Und dafür... Oh, ja klar, der kleine Briefkasten, der hält mich auf. Das ist ja... Da ist ja ein Hohn. ne, euch lasse ich erstmal in Ruhe. Ihr seid mir gerade egal. So. Von The Dust geht es nach Sanctuary. Ja. Gut. Die Konturen müssen noch hochladen, wie es aussieht. So, jetzt geht's wieder. Wo muss ich denn hin? Ach ja, klar, zu Moxie. Und wenn wir schon da sind, können wir auch unsere Quest abgeben. Wobei, ich gehe erstmal hier hin. Habe ich überhaupt genug? So ein bisschen was für die... Weiß ich nicht. Sniper? Und Granaten? Geht nicht. Panzerfaust. Ja. Sehr schön. Lass dich bloß nicht wieder blicken. Panzerfaust ist immer unsere Rettung in allerhöchster, allerletzter Not. So, hier gehen wir gleich hin zu Moxie. Aber hier gebe ich erstmal die milden Kreaturen ab, die wir abgeschlossen haben. Du hast herausgefunden, wie die Unschuld der Krystallisken mit einem Pickel totgeschlagen wurde. Belohnung kassieren. Hab ich dir je meine Predigt aller "Das wahre Monster ist der Mensch" gehalten? Fällt einem hier so ein? Nein. Annehmen. So. Das war das. Na, spinn's wohl. Moxie! Danke, Sugar. Die wollte ich nämlich ins Echonet hochladen. Oh. Ach so. Ach, die Fotos aus dem Safe. Die habe ich auch noch nicht abgegeben. Dieses Wohlbehalten, ja. Ja. Belohnung kassieren. Wir bekommen eine Shotgun. Das ist okay. Ich glaube, die ist nicht so gut wie unsere jetzige. Nö. Plus 50% kritischer Trefferschaden. Ja, die ist schon nicht schlecht, ne? 74 mal 19 und die ist 55 mal 10. Ja, kommt aber nicht annähernd dran. Deswegen, sorry Moxie. Aber danke. Jetzt reden wir mit dir. Was? Schade. Achso, Bier kaufen. So gern bei der Arbeit zu. Ich will doch nur ein Bier kaufen. Hallo. So, jetzt Dreieck. Ah. Klangkrieg, traurig, traurig. Ein flüssiges Heilmittel gegen die verbreiteten Krankheiten, gutes Benehmen und Sprachfähigkeit. Aufnehmen.
Vorsicht, Schätzchen, das Zeug ist stark. Okay. Runter mit dem Fusel. Solange du nicht so voll bist, dass du Ellie für die Zwillingsschwester von Moxie hältst, lassen die Sephards dich nicht rein. Stimmt, tut mir leid, Pa. Wir sprechen ja nicht mehr über Verräter, die der Sippe den Rücken gekehrt haben. Ja, ich nehme mir noch ein Bier. Na, vielen Dank. Wow, du kannst wirklich was schlucken. Oh yeah. Noch ein Bier, bitte. Wie viel Bier hast du da drin? Anscheinend hast du genug. Sorry, Schätzchen, bei mir geht's nichts mehr. Oh, okay, wir sind ziemlich blau. Das kann nicht sein. Ja, ich muss mich beeilen. Ich muss den Teleporter nehmen. Da wäre ich mal in die andere Richtung gelaufen, aber egal, von hier geht's auch. Okay, wir sind ziemlich angetrunken. Wir müssen nach Overlook und von da in die Bar der Sephards. Und dort kommen wir nur rein, wenn wir besoffen sind. Deswegen sind wir jetzt so angetrunken, wie wir eben sind. Ich bin gespannt, was passiert. Nach drei Bier besoffen, na klar. Was ist denn das für ein Bier? Starkbier mit 50% Alkoholgehalt. So, hallo, ich bin noch besoffen, oder? Das reicht doch noch bestimmt. Lasst mich rein. Ja. Hi. Komm rein. Die Trauerfeier fängt gerade an. Okay. Lass dir Zeit. Such dir einen guten Platz zum Feuern. Und dann töte sie alle. Wir haben uns heute hier versammelt, um Lucky Slevin Safford zu gedenken. Lucky war ein guter Mann. Sein gutes Herz und seine reine Seele erfreuten jeden, den er traf. Sogar wenn's mit einer Kugel war. Lucky trank gern. Er liebte Frauen, er liebte das Leben. Wo soll ich denn schießen? Doch lasst uns heute nicht nur an Lucky denken, sondern auch an die inzüchtigen Mistkerle, die ihn aus unserer Mitte gerissen haben. An den widerlichen, amoralischen Abkömmling des Hodank-Clans namens Scooter. Höret meine Worte, Sephards. Wir werden die Hodanks besiegen und dann ist die Rache für Lucky unser. Okay. Ich werfe eine Granate. Einfach mal in die Menge. Okay. Das hat gut geklappt. Das hat richtig gut geklappt. Die Granaten retten mich die ganze Zeit hier. Wow. Echt alle erledigt. Bastard war wahrscheinlich gerade beim Schnaps holen. Na schön, komm wieder her. Ach, da ist noch einer. Das war zu viel, Hodank. Jetzt heißt es ihr oder wir. Sofort gegen Hodank. Auf Leben und Tod. Oh, das... Sieht so aus, als steht die entscheidende Schlacht bevor. Ja, das stimmt. Sind die wütend. Schwing deinen süßen Hintern wieder hierher. Dann sehen wir, wie wir diesen Krieg beenden. Ja. Gut. Das hätten wir alles. Hier liegt noch irgendwas rum. Eine Pistole, die nicht so gut ist. Wir haben nämlich eine Pistole mit 213 Schaden. Was echt super gut ist. Also, ich wüsste jetzt gerade nicht, welche Pistole die jetzt ablösen könnte. Dann machen wir uns auf Löweg. Zum Finale. Schwamm drüber. Was? Kleinkrieg. Traurig, traurig. Kehre zu Ellie zurück. Okay. Wir gehen zurück zu Ellie. Mit dem Teleporter. Selbstverständlich. So. Die Waffe ist auch ganz nett. Achso, ich wollte ja zeigen, was ich so drauf habe mit dem Assassin. Das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Oh, Moment mal. Hier. Das zeige ich gleich. Wir werden noch genug Möglichkeiten haben. Glaubt mir. Auf zu The Dust. So. Zum Wohl. Ellie. Ich bin da.
Der Clankrieg hat endgültig den Siedepunkt erreicht. Eine große Schlacht steht bevor und nur eine Familie wird den Sieg davontragen. Belohnung kassieren. Wie wär's, wenn wir diesem Clankrieg ein Ende setzen? Boah, krass. Okay, dieses Schild nehme ich. Auf jeden Fall. 10% Dauer auf Kämpfe und dein Leben für jeden Equitas oder Veritas, den ein Gruppenmitglied ausgerüstet hat. Okay, das ist für Multiplayer wahrscheinlich. Chance feindlichen... Es eilt nicht mit diesen Missionen, Schätzchen. Sie warten auf dich. Ja. Chance feindlichen Kugeln zu absorbieren. Absorbierte Munition wird zu deinem Rucksack hinzugefügt. Die nehmen wir in jedem Fall. Was? Clankrieg Zephyrs gegen Hodanks. Es ist an der Zeit, die Familienfehde zu beenden. Auf welcher Seite stehst du? Annehmen. Scheint, als wären die Zephyrs und die Hodanks bereit für den großen Showdown. Und du darfst entscheiden, wer gewinnt. Ab mit dir, bevor die Schlacht beginnt. Den Spaß willst du dir doch nicht entgehen lassen. Nö. Da machen wir uns jetzt auch direkt hin. Wir machen die Hodanks jetzt endgültig fertig. Triff mich am Bahnhof von Lynchwood. Hey, Kumpel! Wir haben die Zephyrs am Bahnhof von Lynchwood im Fadenkreuz. Triff uns dort und wir beenden diese Clan-Fehde ein für alle Mal. Alles klar. Nur eine Bande wird das überleben. Du entscheidest welche. Sobald die Schießerei beginnt, schießt du einfach auf die Seite, die dich am meisten nervt. Und Vorsicht! Sobald der Kampf läuft, kannst du erst weg, wenn eine der Familien tot ist. Okay. Ich werde mein Bestes geben, Freunde. Mein Bestes. Ich habe mich nämlich schon entschieden, für welche Bande ich bin. Und es gibt einen eindeutigen Grund, wieso das der Fall ist. Ich werde es euch gleich sagen. Nachdem ich die hier erledigt habe. Nö, braucht das Ornament nicht. Die Mission haben wir schon gemacht, Ellie. So, der Bahnhof von Lynchwood. Ich entscheide mich nämlich für die Zephyrs. Ah, mein treuer Soldat, bist hier, um mir zu helfen, diese Hinterwäldler auszulöschen, was? Ja. Was zur Hölle heißt hier dein Soldat? Das ist unser Soldat! Ein Scheißdreck ist der! Wir hören nicht mehr auf Zephyrs Lügen. Bringen wir die Sache zu Ende! Das reicht! Erschießt Hector! Ja. Zum Teufel nein! Erschieß mich! So. Fick dich! Erschieß diese Hodank-Bastarde! Nein, erschieß die Zephyrs! Ja, ich habe mich entschieden, ich mach ganz kurz Pause, weil ich den Hut von den Zephyr-Anführer mag. Diese Melone, die er anhat. Das ist der einzige Grund. Ich weiß, es ist nicht wirklich tiefgründig, aber irgendeinen Grund brauche ich ja, ne? Deswegen, ihr habt die Trauerfeier meines Jungen gesprengt! Das ist Sie der Grund. Haben unsere Häuser niedergebrannt! Erschieß ihn! Ja, okay. Oh, was? Was ist das schon? Was ist das denn? Ich hab die beide direkt umgehauen. Was ist denn mit meiner Pistole los? Wie steil ist die denn? Jetzt bin ich selber überrascht, muss ich sagen. Werfe Granate! Granate geworfen, mal gucken, was passiert. Shotgun hier durch. Noch ein Grenadchen. So, du bist weg. Und du auch. Dachte ich. Achso, meine Kunst ist, ich kann mich unsichtbar machen und es wird ein Doppelgänger erstellt. Und dann kann ich sie von der Seite angreifen. Was echt cool ist. Das ist echt cool. Und ich habe jetzt eine Fähigkeit. Dann sehe ich die Schwachstellen der Gegner in diesem, in dieser Dimension, in der ich mich da befinde. Was echt cool ist. Vielleicht habt ihr das gerade kurz gesehen. Da ist eine Kiste. Vielleicht habt ihr das kurz gesehen. Ich konnte sehen, auf wo ich hinschießen muss, damit ich den meisten Schaden mache, den höchsten Schaden mache. Alter, was sind das für Granaten hier? Mein Gott. Die sind ja alle besser als meine jetzigen. Ich nehme mal die hier. Ja.
Das dachte ich mir schon. Okay, die ist besser, aber die hat nur eine Standard-Explosion. Ich nehme gerne die Granaten, die so kleinere Bomben fallen lassen. Mag ich ganz gern. Und ein Stück Iridium. So, Zephyr Gorilla. Wir transportieren hier kostbare Ausrüstung. Haltet euch fern, wenn ihr nicht draufgehen wollt. Wo ist denn jetzt hier der Zephyr? Da. Hi. Na du? Mit Ellies Hilfe hast du den Zephyr Hodan Clan Krieg zu einem blutigen, aber passenden Ende gebracht. Weil du die Melone des Zephyrs magst. Okay, Belohnung kassieren. Das hast du prima gemacht heute. Ja, danke. Das ist dein Familienerbstück. Nutze es sinnvoll. Ich glaube, das werde ich nicht brauchen. Ich habe eine bessere. Aber danke. So. Ja, schön. Ich gucke jetzt nochmal gerade, ob ich hier irgendwas finde noch, was ich gebrauchen könnte. Nö. Da ist noch was. Ein bisschen Money. Okay. Freunde. Das war sehr erfolgreich. Was ist in der Kiste? Was war das denn? Amp Gwen's Head? Was ist das? Über den Tellerrand schauen. Die Pistole scheint gut zu sein. Nehmen Sie mal mit. Ich mag meine Schätze rar. Okay, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich eine Special-Waffe. Aber die kann nix. So. Was haben wir denn noch zu erledigen, Freunde? Wenn wir schon in The Dust sind, können wir auch direkt die zwei glorreichen Halunken erledigen. Das machen wir jetzt direkt. Die Hauptmission ist das Wildtierreservat. Das machen wir noch. Aber erst einmal die ganzen Dinger hier. Weil die beiden hier im Wildlife Exploitation Preserve werden hart, wie ihr seht, die Schwierigkeiten. Ich würde gerne die ganzen Nebenmissionen hier machen und dann rübergehen in das Reservat, damit wir es nicht zu schwer haben. Ich möchte ja auch nicht alle 2 Minuten sterben. Deswegen zwei glorreiche Halunken. Verwende ein Fahrzeuggeschütz. Achso. Ja, das wollte ich nicht. Auf geht's. Finde Carson. Versuchen wir ihn zu finden. Wo ist er denn? Hier ist er irgendwo. Oh. Ach nö. Der ist ja jetzt nicht da drin, oder? Doch, der ist da oben. Na super. Kann ich ja irgendwie mich hochglitschen. Ich versuche mal einfach dahin zu kommen. Mit der Rampe. Vielleicht klappt das ja. Wo muss ich denn da hin? Okay, da müsste ich hin. Ich denke, das kriege ich hin. Ein bisschen Anlauf nehmen. So, ein bisschen hiervon. Und da lang. Das hat nicht geklappt. Scheiße. Du bist wirklich ein Cowboy. Oh. Jetzt schnapp dir die Wollebälle und etwas Jet-Treibstoff. Ja, die Volleybälle. Ja, das habe ich hier auch noch nicht gemacht. Ich versuche mal ein bisschen durchzurushen. Weil ich brauche einen. Oh Gott, was habe ich gemacht? Was tue ich hier? Was mache ich? Hallo? Komme ich hier wieder hoch? Hilfe! Was ist denn hier los? ich komme da nicht mehr hoch, glaube ich. Mit dem Wagen. Nein, das sieht nicht gut aus. Oh, okay. So, ich versuche mal ein bisschen durchzulaufen, weil das hatten wir ja schon. Ihr könnt euch bestimmt erinnern. Ja, ich muss hier nur mal durch. Hallo, sorry. Nee, ich möchte das nicht nochmal machen. Das mache ich nicht nochmal. Ich muss hier nur eine Leiche finden, Freunde. Eine Leiche. Dafür will ich jetzt nicht ein ganzes Camp vernichten. Naja, Feigling, ist klar. So, hier irgendwo. Ich glaube hier unten. Ja.
Da unten ist er schon. Carson. Wo ist die Kiste, Carson? Was war das? Hörte sich an, als würde so ein Hyperion-Penner versuchen, mich auszuquetschen. So hat sich's doch angehört, oder, Bruder? Absolut, Bruder. Du solltest... Mavis, nein! Gürtel ist auch hinter dem Schatz her. Mist. Er ist ein Hyperion-Gangster, korrupt bis zum Anschlag. Wahrscheinlich hat er Carson in den Hyperion-Friendship-Gulag gebracht. Den Friendship-Gulag? Das sagt mir doch was. Da waren wir doch schon mal. Mit unserem Hauptcharakter. Aber nicht mit diesem hier. Okay. Dann machen wir das doch. Dann gehen wir da direkt hin. Das ist nämlich dort oben. Da ist der Eingang. Sehr schön. Ja. Hat auch ganz gut geklappt. Wir mussten jetzt nicht wirklich kämpfen, aber das wollte ich auch nicht. Also nicht nochmal. Was? Aus der Luft. One Shot. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.